Solche Kommentare wie unter dem Video von Leroy verletzen mich natürlich. Das tut weh. Das würde jedem Menschen wehtun und letztlich bin ich ja auch ein Mensch. Aber ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Leroys Format heißt Leroy will's wissen. Und das wirklich Schwierige an meinem Fall ist ja, dass man die Wahrheit, was wirklich passiert ist damals, nicht wissen kann. Denn es gibt keine vollkommen sicheren Beweise, was damals passiert ist. Das Beste, was man sagen kann, ist, dass es nicht genug Beweise gibt, um sicherzustellen, dass ich tatsächlich der Täter war. Das ist der Schluss von dem Präsident des Landgerichts Hannover, Dr. Ralf Giesewiebe. Der hat der Zeitung Die Welt ein Interview gegeben im letzten Dezember, was ich euch unten verlinke. Und er kam zu dem Schluss, wenn ich in Deutschland vor Gericht käme, würde ich nicht verurteilt werden. Und zwar aus Mangel an Beweisen, weil es erhebliche Zweifel an meiner Schuld gibt. Aber das ist letztlich eine juristische Antwort, keine faktische Antwort. Leute wollen es wissen. Und das, was so schwierig ist an meinem Fall, ist, dass man es letztlich nicht wissen kann. Und deshalb kommen dann Kommentare, wo Leute ihre Meinung ausdrücken, aber es ist halt auch nur eine Meinung. Und diese Meinung tut mir weh, aber ich muss damit leben. Denn ich habe das letztlich alles ins Rollen gebracht, mit meinem falschen Geständnis von 1986, als ich die Polizei belogen habe.